Es ist eine absolute Weltpremiere. Wenn wir ein paar Schritte zurückgehen müssen, um zwei Personen zusammen komplett auf ein Bild zu bekommen, ist das bei Erde und Mond ein wenig schwieriger. Und bisher hatte es noch niemand geschafft. Hatte wohlgemerkt. Doch jetzt ist es der NASA erstmals gelungen, Erde und Mond aus der Entfernung zusammen auf ein Bild zu bekommen. Wie es aussieht, wie die NASA das hinbekommen hat, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erde und Mond sind 390.000 Kilometer voneinander entfernt. Damit ist schon einigermaßen klar, dass sich ein Fotograf auch ungefähr in diesem Entfernungsbereich befinden muss, wenn nicht weiter weg, um überhaupt ein Foto machen zu können. In unserem Fall ist es eine Fotografin und sie heißt Osiris Rex. Eigentlich ist die Sonde auf dem Weg zu dem Asteroiden Bennu, ein Asteroid, der sich der Erde gefährlich nähern könnte. In 150 Jahren könnte das der Fall sein, so etwa zwischen 2169 bis 2199 mit einem eher geringen Risiko. 2135 kommt er nach den bisherigen Berechnungen der Erde näher als der Mond und könnte dann durch die Gravitation von Erde und Mond auf diesen Kollisionskurs gebracht werden. Trotz des geringen Risikos ist er einer der gefährlichsten bekannten Asteroiden. Bekannt ist hier entscheidend, denn nach Untersuchungen krachen jedes Jahr ja zwei größere Asteroiden auf der Erde, meistens in entlegenen Gebieten oder in einem Einschlagswinkel wie in Chelyabinsk 2013, der nur Sachschaden verursacht. Über Bennu will die NASA jetzt mehr wissen und zwar damit auch über die Entstehung des Sonnensystems und deshalb hat sie die Sonde zu ihm geschickt. Er ist ein ideales Untersuchungsobjekt. 1999 entdeckt ist er mit 492 Metern Durchmessern auf Kurs zur Erde und somit relativ nah. Osiris Rex soll 2020 Bodenproben von dem 62 Millionen Tonnen schweren Brocken nehmen und 2023 zurück zur Erde bringen. Doch jetzt ist Osiris Rex auf seiner 650 Millionen Kilometer langen Reise zu Bennu in eine ideale Position gekommen, um Erde und Mond auf einem Bild festzuhalten. 5 Millionen und 420.000 Kilometer vom Mond entfernt und 5 Millionen 120.000 Kilometer von der Erde. Klick. Das Foto wurde schon im Oktober 2017 geschossen, aber erst jetzt so berechnet, dass es auch vernünftig aussieht. Die beiden Himmelskörper sind nämlich unterschiedlich hell und so musste das Bild mehrmals gemacht werden und dann zusammengerechnet werden, wie bei einer HDR-Aufnahme, also einer High Dynamic Range Aufnahme. Und voilà, hier ist es, der absolute Wahnsinn. Vielleicht lasse ich mir mal ein Poster davon machen. Die NASA-Fotos kann man ja ganz einfach und erlaubt herunterladen und belichten lassen. Mal sehen, ich habe ja noch eins von der ISS. Was meint ihr? Soll ich die mal hinter mir hier aufhängen? Ein kleiner Dekowechsel? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr auf dem Laufenden zur Bennu-Mission bleiben wollt, dieses Jahr erreicht die Sonde bereits den Asteroiden, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit und dafür draufklicken. Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit. Da gibt es mehr Infos zu dem ständigen Einschlägen von Asteroiden auf der Erde. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.